Hallo und herzlich willkommen, werte Schrauberfreunde. Mein Name ist Matthias Stockinger und ich begrüße euch hier zu einem kurzen Video. Und zwar klären wir in diesem Video die Frage, kann man bei einem Peugeot JetForce Roller den Fehlerspeicher abfragen ohne Diagnosegerät? Gleich die Antwort, ja, das geht, und das zeige ich euch jetzt hier in diesem Video. So, die alten Schrauber unter euch kennen das System oder die Anwendung vielleicht noch von älteren Fahrzeugen vor der OBD-Technik, heißt, man hat die Fehlercodes abgefragt durch Blinkdiagnose. Und das gleiche geht auch hier bei diesem Roller. Es ist ein JetForce 50er Roller, TSDI heißt, ein Einspritzer, kein Vergaser. Aber ich würde fast behaupten, dass es auch bei anderen Modellen geht, solange sie die Motorkontrollleuchte haben, würde ich es auf jeden Fall mal ausprobieren. So, was muss man machen? Man geht einfach hin zum Gashebel, dreht diesen voll auf. Dann natürlich bei ausgeschalteter Zündung noch. Dann schaltet man die Zündung ein und sobald ich das mache, geht die Motorkontrollleuchte an. Dann wartet man, bis sie ausgeht, und wenn sie dann wieder angeht, dann lasst man das Gas Pedal oder den Gashebel in diesem Fall los. Wir machen das Ganze jetzt mal. Zündung an. Kontrollleuchte leuchtet. Geht aus. Leuchtet wieder. Ich lasse los. Und jetzt müssen wir kurz warten für etwa 3 Sekunden. Und die Blinkdiagnose startet. Wir sehen es hier blinken. Jetzt muss man nichts anderes tun, als einfach die Anzahl der Intervall aufzuschreiben. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, ja, das waren 4. Das schreibt man sich jetzt auf, denn 4 war schon ein Fehlercode. Jetzt kommt der nächste. Jetzt warten, 1, 2, 3, 4, 5, ja, 5. Und so geht das dann immer weiter. Er fragt jetzt alle Fehler ab. Man schreibt das einfach auf und dann erkennt man auch das Muster. Heißt, wenn dann plötzlich wieder die gleichen Fehler kommen, dann kann man das einfach abfragen, indem man in der Liste schaut, die man sich aufgeschrieben hat. Und dann weiß man, okay, jetzt beginnt er wieder von vorne. Denn wenn er 4-mal durchgelaufen ist, also komplett alle Fehler abgefragt hat, dann löscht er sie auch automatisch. Und das ist super, denn da muss man nichts mehr machen, man lässt es einfach laufen. Das kann auch eine Weile gehen. Deswegen aufschreiben, ganz wichtig. Kontrolliert dadurch natürlich, ob er sich wiederholt oder nicht. Hat er das 4-mal gemacht, wie gesagt, dann wird der Fehlerspeicher gelöscht. Was bedeuten jetzt die Codes? Die haben natürlich eine Bedeutung. Heißt jetzt, ich glaube, Fehlercode 3 war dabei, Fehlercode 4 ist bei mir der Anschlag von der Drosselklappe. Denn der wurde verändert und das muss man anlernen. Hat er natürlich gemerkt, dass das nicht gemacht wurde und deswegen setzt er hier jetzt die Fehler. Was bedeuten die anderen Fehler? Da gibt es einige. Ich glaube, das geht bis zu 20, 25. Ist aber kein Problem für euch. Ihr schreibt euch auf die Zahl, wie oft es geblinkt hat, und bei mir unten in der Videobeschreibung habt ihr die Übersetzung. Das heißt, sei es jetzt Fehlercode 4, also 4-mal hat es geblinkt, ist gleich Drosselklappe Anschlag Überschreitung als Beispiel. Findet ihr bei mir in der Videobeschreibung. Habt ihr Fragen oder Anregungen, schreibt es mir wie immer in die Kommentare rein. Ich würde mich freuen über ein Abo von dir, dann verpasst du auch kein Video mehr. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.